Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen IHK-Spezialwebinar zum Thema Carbon Leakage. Die zum Jahr 2021 gestartete CO2-Bepreisung hat einige Unternehmen ja vor eine finanzielle Herausforderung gestellt. Die Carbon Leakage-Verordnung soll nun die Mehrkosten, die durch die CO2-Bepreisung entstanden sind, für betroffene Unternehmen zumindest durch teilweise kompensieren, durch Rückerstattungen. Und bevor ich in unseren heutigen Referenten Matthias Albrecht von BBH aus München übergeben darf, noch einige kurze Hinweise an dieser Stelle auf unsere nächsten Veranstaltungen. Morgen werden wir zum Thema Meldepflichten und Fristen im Energiebereich auch ein Webinar veranstalten. Wenn Sie sich kurzfristig noch anmelden möchten, können Sie das gerne über den Link hier in der Folie tun. An dieser Stelle auch der Hinweis, Sie werden im Nachgang natürlich die PowerPoint-Präsentationen wieder erhalten, direkt per Mail. Darum können Sie diese Links, die Sie hier in der Folie sehen, auch dann direkt verwenden. Am 25. April werden wir noch das Thema strategischer Energieeinkauf angehen. Vor allem die momentan hohen Preise stellen Unternehmen vor eine weitere große Herausforderung. Wir wollen sie wappnen, um gegen künftige Preissteigerungen gewappnet zu sein. Am 27. April werden wir im Umweltbereich noch ein Webinar zum Thema Verpackungsgesetz veranstalten. Hier haben sich einige Neuerungen ergeben im Jahr 2022 und auch im Jahr 2023 kommen einige Neuerungen auf die Unternehmen zu. Auch hier, jetzt können Sie sich schon zu diesem Webinar anmelden. Und wenn Sie generell Fragen rund um den Energiebereich haben, können Sie sich auch immer gerne zu unserem Energie-Check-up anmelden. Da werden wir Ihre Fragen gerne direkt beantworten. Gerne können Sie auch immer unsere Homepage besuchen oder unseren Newsletter abonnieren, um direkt informiert zu werden, wenn es neue wichtige Änderungen im Energie- oder auch im Umweltbereich gibt. Nun möchte ich aber nicht mehr viel mehr Worte verlieren, nachdem schon uns ein großer Vortrag bevorsteht. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne hier über die Chat-Funktion. Wir werden die dann gesammelt im Nachgang nach dem Vortrag vom Herrn Albrecht beantworten. Und nun darf ich auch schon an unseren heutigen Referenten, Herrn Matthias Albrecht von der Kanzlei Becker-Büttner-Held aus München, übergeben. Schönen guten Tag, Herr Albrecht. Freut mich sehr, dass wir heute mit Ihnen wieder einen ausgewiesenen Energierechtsexperten gewinnen konnten für die heutige Veranstaltung. Sie werden uns jetzt in den nächsten 45 Minuten die Carbon Leakage Verordnung näher bringen. Und nachdem jetzt viele informationsgeladene Minuten vor uns stehen, übergebe ich an dieser Stelle auch direkt an Sie und melde mich dann nach Ihrem Vortrag mit den Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder. Danke, Herr Albrecht. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, Herr Augustin. Vielen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Thema. Carbon Leakage und überhaupt der nationale Emissionshandel ist ja ein großes Thema, weil in diesem Jahr die ersten Meldungen zu machen sind für das Jahr 2021. Herr Augustin, ich kann nicht weiter tippen im Moment. Müsste sofort funktionieren. Jetzt müsste es funktionieren. Nee, es tut mir leid. Das dann wahrscheinlich muss ich irgendwas aufrufen, was meine Sekretärin. Sind Sie so nett und tippen kurz weiter, weil das Weiterschalten von uns aus nicht funktioniert. Vielleicht lässt sich das ja einrichten. Also, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte diese anfänglichen technischen Schwierigkeiten. Ich sitze in München, in unserem Münchner Büro von Becker-Büttner-Held, und ich würde Ihnen gerne zu Anfang vorstellen, mit wem Sie es zu tun haben. Zunächst unser Unternehmen Becker-Büttner-Held ist ein inzwischen sehr großes Beratungsunternehmen. Wir haben eine Rechtsanwaltskanzlei, so haben wir in den 70er Jahren auch angefangen. Inzwischen gibt es aber auch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und eine Unternehmensberatung. Und für BBH ist kennzeichnend einmal, dass wir spezialisiert sind auf die Energie- und Infrastrukturwirtschaft. Und hier besonders die Energiewirtschaft. Nächste Folie bitte. Becker-Büttner-Held, also die Rechtsanwaltskanzlei, gibt es in der jetzigen Form seit 1991. Vorher hat sich der Gründer unserer Kanzlei vor allem mit dem Hochschulrecht beschäftigt in den 70er Jahren. Wir sind seit 1991, das kam durch den Zusammenschluss von Ostdeutschland und Westdeutschland in die Energiewirtschaft hineingewachsen, und wir beraten inzwischen über 4.000 Mandanten im Energie- und Infrastrukturrecht.
Wir waren lange Zeit die Stadtwerkekanzlei in Deutschland. Es gibt ungefähr 800 Stadtwerke, von denen wir 500 laufend beraten. Aber die Landschaft ist, oder die Energielandschaft ist ja seit der Liberalisierung 1989, 98, Entschuldigung, sehr viel vielfältiger geworden. Und vor allen Dingen gibt es deutlich mehr Akteure, auch seitdem die erneuerbaren Energien wachsen. Und seitdem beraten wir auch nicht mehr nur die Stadtwerke, sondern vor allen Dingen energieintensive Unternehmen der Industrie. Aber wir sind auch zu einem großen Berater der öffentlichen Hand geworden, also unter anderem des Bundeswirtschaftsministeriums und auch der EU-Kommission in diesen Energiethemen. Bitte die nächste Folie. Ja, kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Albrecht. Ich bin schon seit 1998 bei Bäcker-Büttner-Hildt, bin auch schon lange Partner der Sozietät und ich leite die energierechtliche Abteilung am Münchner Standort von Bäcker-Büttner-Hildt und beschäftige mich also seit über 20 Jahren mit dem Energierecht und habe auch das große Wachstum des Energierechts mitgemacht. Und mein persönlicher Schwerpunkt ist die Beratung der Industrie und deshalb ist auch der Emissionshandel für mich ein wichtiges Thema. So, die nächste Folie bitte. Jetzt kommen wir zum heutigen Vortrag, in dem es ja im Wesentlichen um Carbon Leakage gehen soll. Ich habe den Vortrag aber so konzipiert, dass ich am Anfang auch ein bisschen die Grundlagen des nationalen Emissionshandels erläutern, ganz bisschen auch zum europäischen, damit auch für die, die sich das erste Mal mit dem Thema beschäftigen, sie in das Thema hineinfinden. Nächste Folie bitte. Ja, die Grundlagen des Emissionshandelssystems. Entschuldigen Sie, wenn ich die Grundlagen ein bisschen schneller mache, damit wir für Carbon Leakage viel Zeit haben. Also, Sie wissen wahrscheinlich, dass es zwei Emissionshandelssysteme nebeneinander gibt, und zwar einmal den europäischen Emissionshandel. Der betrifft vor allen Dingen Unternehmen mit großen Anlagen, also großen Anlagen, die Emissionen verursachen. Das sind Anlagen über 20 MW Feuerungsleistung und daneben auch noch den Luftverkehr. Dann gibt es daneben den nationalen Emissionshandel, also der nur in Deutschland gilt. Und der wurde hier in Deutschland eingeführt am 01.01.2021, um die Bereiche zu erfassen mit diesem Steuerungsinstrument des Emissionshandels, also der CO2-Bepreisung, die der europäische Emissionshandel nicht erfasst, also vor allen Dingen kleinere Anlagen und den Verkehr. Nächste Folie bitte. Ja, die beiden Emissionshandelssysteme haben einen unterschiedlichen Ansatz. Der europäische Emissionshandel hat einen sogenannten Downstream-Ansatz. Er erfasst die Anlagenbetreiber, die emittieren. Also die Anlagenbetreiber müssen Emissionsberechtigungen, die sogenannten Zertifikate, kaufen und zur Entwertung abgeben bei der deutschen Emissionshandelsstelle. Und der nationale Emissionshandel hat einen ganz anderen Ansatz, weil er eben die vielen Kleinverbräuche im Verkehr und Heizungsanlagen erfassen soll. Er hat den sogenannten Upstream-Ansatz. Das heißt, die Zertifikate oder Emissionsberechtigungen müssen beim nationalen Emissionshandel gekauft werden von denjenigen, die Brennstoffe in den Verkehr bringen. Nächste Folie bitte. Ja, hier sehen Sie es nochmal nebeneinander, das Regelungssystem. Also es gibt den EU-ETS, Emissionshandel, und daneben den nationalen. Die nationalen Behörden setzen auch den europäischen Emissionshandel um. Deshalb gibt es auch nationale Normen für den europäischen Emissionshandel. Das ist vor allen Dingen das TEHG und die Zuteilungsverordnung für die Emissionsberechtigungen. Und die Versteigerungsverordnung. Zuständige Behörde ist die DEEST beim Umweltbundesamt und die DEEST ist auch zuständig für den nationalen Emissionshandel. Und für den nationalen Emissionshandel ist die grundlegende Norm das Brennstoffemissionshandelsgesetz, das es seit Ende 2020 gibt und wie gesagt seit dem 01.01.2021
Gibt es ja schon die nationale Bepreisung von Emissionen. Daneben gibt es aber auch inzwischen einige Verordnungen, vor allem die Emissionsberichterstattungsverordnung, die jetzt schon wieder zur Änderung ansteht, die Brennstoffemissionshandelsverordnung. Und es gibt seit letztem Jahr, und das wird heute das Thema sein, die Carbon Leakage Verordnung für den nationalen Emissionshandel. Ja, jetzt kommen wir ganz kurz zum nationalen Emissionshandel. Das Wesentliche habe ich schon gesagt, das ist der Upstream-Ansatz. Wichtig beim nationalen Emissionshandel ist, dass es in den Jahren 2021 und 2022 noch eine Startphase gibt mit reduzierten Pflichten und vor allen Dingen sind auch nur die Hauptbrennstoffe erfasst, also Benzin, Gasöle, Heizöle, Erdgas und Flüssiggase. Ab 1.1.23 werden dann auch weitere Brennstoffe erfasst, zum Beispiel die Kohle kommt hinzu, die bei kleinen Anlagen allerdings eine kleinere Rolle spielt und alle anderen als Brennstoffe oder Kraftstoffe eingesetzte fossilen Brennstoffe. Ja, und es ist so, dass in den ersten Jahren, also 2021 bis 2025, ein Festpreissystem gilt. Das heißt, die CO2-Preise pro Tonne CO2 sind im BEHG festgelegt. Ab 2026 soll sich der Preis für die Emissionsberechtigung im Wettbewerb auf dem Markt ergeben. Und dann beginnt der eigentliche Emissionshandel, weil die Emissionsmenge begrenzt wird und dann der Preis sich im Wettbewerb durch eine Versteigerung der Emissionsberechtigung ergeben soll. Nächste Folie, bitte. Ja, hier ist das nochmal wiedergegeben und also die Preise in den nächsten Jahren pro Tonne CO2. Und darunter finden Sie eine Berechnung der DES, also der Deutschen Emissionshandelsstelle, wie stark sich das auswirken wird auf die Energiepreise, also die Preise der Energieträger. Nächste Folie, bitte. Ja, hier ist nochmal das Grundschema abgebildet, wie der Handel abgewickelt werden soll. Es ist so vorgesehen, dass in dem Jahr, in dem die Brennstoffe in den Verkehr gebracht werden, also verkauft werden, sollen eine Prognose abgegeben werden über die abgegebene Menge. Das müssen diejenigen machen, die Brennstoffe in den Verkehr bringen. In diesem Jahr, in dem die Brennstoffe auch verkauft werden, soll es auch, dazu komme ich gleich noch mal kurz, diese Abstimmung zwischen den Unternehmen und den Brennstoffhändlern geben, bei denen Brennstoffe geliefert werden für Unternehmen, die im europäischen Emissionshandel sind. Also Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es dazu Doppelbelastungen geben kann. Das ist ein wichtiges Thema, diese zu vermeiden. Und ist es so geregelt, dass derjenige, der so eine Anlage betreibt, also über 20 MW Feuerungswärmeleistung, dass der das seinem Brennstoffhändler mitteilt und der Brennstoffhändler dann die Kosten des nationalen Emissionshandels gar nicht erst einpreist in die Brennstofflieferung. Das findet im ersten Jahr statt und in dem Jahr nach der Veräußerung der Brennstoffe ist der Händler der Brennstoffe verpflichtet, einen Bericht abzugeben bis zum 31.07. über die von ihm in den Verkehr gebrachten Brennstoffe, die also dann die Emissionen verursachen. Und er kann auch noch bis zum 30.09. fehlende Emissionsberechtigung nachkaufen, die also nicht schon in dem Jahr gekauft hat, in dem er die Brennstoffe in den Verkehr gebracht hat. Und am 30.09. ist dann die Frist für die Abgabe der Zertifikate, wie gesagt, durch die Brennstoffhändler, also durch die wenigsten. Da sind Sie wahrscheinlich weniger betroffen oder die meisten von Ihnen. Nächste Folie, bitte. Ja, die Carbon Leakage Verordnung oder das Carbon Leakage Problem. Wichtig ist zunächst, Carbon Leakage ist, ich nehme es schon mal vorweg, eine Entlastung von Unternehmen durch
eine Beihilfe, also da wird Geld ausgeschüttet, die abwanderungsgefährdet sind. Also die jetzt durch die Belastung mit den Kosten des nationalen Emissionshandels, also der CO2-Bepreisung, überlegen könnten, ihren Standort aus Deutschland oder Europa in ein Land zu verlegen, in dem sie nicht so stark belastet sind. Und das ist also Carbon Leakage, also der Flucht der Emissionen aus dem Emissionshandel in andere Länder. Das gibt es auch im europäischen System und jetzt eben auch im deutschen System. Das ist das Thema des heutigen Tages. Das ist aber nicht die einzige Entlastung für Unternehmen, die vom Emissionshandel betroffen sind. Einmal, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, gibt es Regelungen zur Vermeidung von Doppelbelastungen durch den europäischen Emissionshandel und den nationalen Emissionshandel. Wie gesagt, betroffen vor allen Dingen Unternehmen, die große Feuerungsanlagen betreiben, über 20 MW, also größere Stromerzeugungsanlagen, zum Beispiel, oder auch andere, Kessel, Stahlwerke und solche Unternehmen. Da ist ein System eingeführt worden, dass die, wenn sie vom europäischen Emissionshandel belastet werden, nicht noch zusätzlich durch den deutschen Emissionshandel belastet werden. Und da gibt es den Vorabzug, das hatte ich eben schon kurz angesprochen, dass die also ihrem Brennstoffhändler mitteilen können, ich bin ein Unternehmen, das vom europäischen Emissionshandel belastet ist, und dann kann der Brennstoffhändler gleich auf die Einpreisung der CO2-Kosten im nationalen Emissionshandel verzichten. Da gibt es ein Meldesystem und es gibt auch noch eine nachträgliche Kompensation, wenn durch den Vorabzug noch nicht alles berücksichtigt wurde. Dieser Bereich ist bisher nur im Gesetz sehr knapp geregelt. Es ist jetzt aber von der Deutschen Emissionshandelsstelle am 22. Januar ein Leitfaden veröffentlicht worden zu diesem Thema. Der Leitfaden ist aber noch nicht ganz vollständig. Der betrifft vor allen Dingen diesen Vorabzug, weil das System jetzt schon beginnt und alle Unternehmen, die da betroffen sind, also die mit den großen Feuerungsanlagen, haben jetzt also sehr genau beschrieben, wie sie bei diesem Vorabzug vorgehen müssen. Ja, dann gibt es Carbon Leakage, dazu kommen wir gleich. Und dann gibt es eine Härtefallregelung. Darauf würde ich gerne am Ende des Vortrags noch kurz eingehen, wenn wir noch Zeit haben, weil es dort einen Entwurf für eine Änderung einer Verordnung gibt, in der das geregelt ist. Nächste Folie, bitte. So, jetzt endlich zum Carbon Leakage. Ich hatte schon gesagt, was Carbon Leakage ist. Carbon Leakage ist die Verlagerung von Produktion und damit auch Emissionen ins Ausland, also die Flucht vor dem Emissionshandel in Deutschland und Europa. Und dazu, das nützt niemandem, ne? Wenn dann in, weiß ich nicht, in Asien oder so produziert wird und nicht mehr in Deutschland, wird trotzdem CO2 freigesetzt, und deshalb hat sich also der deutsche und auch der europäische Gesetzgeber entschieden, diese Unternehmen, die also abwanderungsgefährdet sind, zu entlasten und hat dafür Regelungssysteme geschaffen. Im europäischen Emissionshandelssystem erhalten die Unternehmen kostenlos Zertifikate, also Emissionsberechtigungen. Das hat der deutsche Gesetzgeber so nicht gemacht, sondern er hat vorgesehen, dass diese Unternehmen eine echte Beihilfe bekommen, also eine finanzielle Unterstützung. Also hier eine unterschiedliche Carbon Leakage-Regel im deutschen und europäischen Emissionshandel. Nächste Folie, bitte. Ja, geregelt ist das Carbon Leakage für den nationalen Emissionshandel in § 11 Absatz 3 BEHG. Da sehen Sie im Gesetz eine sehr, sehr abstrakte Regelung. Da steht nur, dass entsprechende Maßnahmen getroffen werden sollen. Und es steht drin, das habe ich hier fett gemacht, dass diese Maßnahmen vornehmlich in finanzieller Unterstützung, in einer finanziellen Unterstützung
der Unternehmen für klimafreundliche Investitionen erfolgen soll. Das werden Sie gleich in den Ausführungsregelungen in der Carbon Leakage Verordnung noch ein bisschen ausführlicher finden. Darauf gehe ich dann gleich ein. Es ist jetzt im letzten Jahr eine Verordnung erlassen worden, also auch ein Gesetz im materiellen Sinne, in der dieses Carbon Leakage näher geregelt ist. Die ist schon seit dem 28. Juli letzten Jahres in Kraft. Sie hat aber bis heute noch keine beihilferechtliche Genehmigung. Weil Sie aber, das werden Sie gleich sehen, den Antrag schon stellen müssen, bis zum 30.06. Wird das vielleicht ein bisschen knapp mit der Genehmigung. Ich habe bisher aber noch nicht gehört, dass die Genehmigung nicht erteilt werden könnte. Aber auszuschließen ist nicht, dass die EU-Kommission noch Änderungen an diesem System verlangt, dass ich Ihnen gleich vorstelle. Und das ist im Hinblick auf die Pflichten, weil bis zum 30.06. der Antrag fürs letzte Jahr gestellt werden muss, natürlich ein bisschen problematisch, wenn die Kommission sehr spät kommt mit der beihilferechtlichen Genehmigung, weil vorher die Beihilfe nicht gewährt werden darf. Nächste Folie, bitte. Ja, diese BECV, also die Carbon Leakage Verordnung für den nationalen Emissionshandel, ist sehr schön und übersichtlich aufgebaut. Sie regelt im ersten Abschnitt allgemeine Regeln, Begriffsdefinitionen und solche Dinge und den Grundsatz, wann eine Beihilfe gewährt wird. Und dann regelt sie im zweiten Abschnitt, welche Unternehmen beihilfefähig sind. Das sind Unternehmen, die bestimmten Sektoren zugeordnet werden können. Und diese Sektoren sind aufgelistet in einer Anlage, in Tabellen, die der Verordnung als Anlage beigefügt sind. Also man erkennt sehr schnell, wenn man in die Verordnung guckt, ob man zu den begünstigten Unternehmen gehören kann. Dann gibt es Regeln zur Berechnung der Beihilfehöhe, also wie viel das einzelne Unternehmen bekommen kann. Das ist ein bisschen komplizierter, diese Regelung zu verstehen. Und dann kommen die Gegenleistungen der Unternehmen. Also diese Subvention, diese Beihilfe wird nicht gewährt, wenn Unternehmen einer bestimmten Belastung ausgesetzt sind. Das ist nur eine der Voraussetzungen. Sondern die Unternehmen müssen eine Gegenleistung erbringen und diese auch nachweisen. Und das ist im vierten Abschnitt geregelt, 10 und 12. Das sind auch die Themen, auf die ich gleich noch eingehen will. Und im Abschnitt 5 ist dann das Antragsverfahren geregelt. Dazu kann ich leider noch nicht so viel sagen, weil die DEST angekündigt hat, dass sie die Formulare und den Leitfaden zur Antragstellung erst im April herausgeben wird. Aber ich kann schon etwas sagen zu den Voraussetzungen. Voraussetzung ist natürlich, wie bei allen Beihilfen, ein rechtzeitiger und vollständiger Antrag, also bis zum 30.06. Dann muss das Unternehmen einem der beihilferechtlichen Sektoren zugeordnet sein. Da sind so Produktionsgegenstände aufgeführt, also Zuckerindustrie oder Herstellung von Grundmetallen oder Stahl natürlich und solche Unternehmen. Aber das ist ein sehr umfangreicher Katalog von Produktionssektoren. Und wenn man sich darin findet oder ein Teil der Produktion sich in diesen Sektoren findet, es gibt auch Teilsektoren, dann hat man grundsätzlich die Voraussetzung erfüllt, so eine Beihilfe zu bekommen. Allerdings, wie gesagt, man muss auch Gegenleistungen bringen. Nächste Folie. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich habe jetzt auch diesen Internetklicker. Entschuldigung, bei mir hat die Sonne auf dem Bildschirm geschienen. Das kann ich sogar selber machen. Ja, beihilfige Unternehmen. Beihilfige Unternehmen sind Unternehmen, hatte ich schon gesagt, die einem der Sektoren oder Teilsektoren zugeordnet sind. Geregelt ist das in Paragraph 5 Absatz 1. Und es ist überhaupt nicht schwierig zu gucken, ob man diese Beihilfe bekommen kann.
weil die Sektoren in den Anlagen aufgeführt sind, habe ich schon gesagt. Jetzt gucke ich mal, jetzt funktioniert es. Ja, das wichtigste Thema bei der Identifizierung der beihilfefähigen Unternehmen ist im Moment gar nicht das, was in der Verordnung steht, sondern diese Verordnung ist möglicherweise noch nicht vollständig oder diese Tabellen, die der Verordnung als Anlage beigefügt sind. Und das Gesetz sieht vor, dass diese Liste noch ergänzt werden kann. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, ich bin doch ein Unternehmen, das stark betroffen ist und ich denke auch, dass ich zu einer Unternehmensgruppe gehöre oder zu einem Unternehmensbereich, die abwanderungsgefährdet sind, dann ist es noch möglich, einen Antrag zu stellen, dass diese Liste ergänzt wird. Diesen Antrag kann aber nicht das einzelne Unternehmen stellen, sondern es müssen sich Unternehmen zusammentun, die aus der gleichen Branche kommen, also betroffen sind, oder Interessenverbände dieser Unternehmen können noch einen Antrag stellen, dass ihre Sektoren zusätzlich aufgenommen werden. Dafür gibt es aber eine Frist und die Frist endet am 28. April diesen Jahres. Das heißt, sofern das in Ihrer Branche noch nicht geschehen ist, wenn Sie den Eindruck haben, also wir müssten eigentlich auch begünstigt sein, Sie finden sich aber noch nicht in dieser Sektorenliste oder Teilsektorenliste, dann ist es jetzt höchste Zeit, auf Ihren Branchenverband zuzugehen und da einen entsprechenden Antrag zu stellen. Diesen Antrag, der ist sehr kompliziert, weil man Berechnungen anstellen muss. Und die DEST hat jetzt gerade, ich glaube, es war sogar letzte Woche, diese Berechnungsfaktoren nochmal geändert, weil dort Fehler drin waren. Und man muss diese Berechnung durch einen Wirtschaftsprüfer vorlegen lassen. Das heißt, wenn Sie da den Eindruck haben, Ihre Branche ist zu Unrecht nicht berücksichtigt, dann haben Sie da jetzt noch eine Chance. Ja, wir sind noch bei den beihilfefähigen Unternehmen. Also habe ich zwei Punkte gesagt. Es gibt diese Listen und es gibt auch noch die Möglichkeit, die zu ergänzen, aber nur noch sehr kurz. Dann gibt es noch Ausschlusskriterien und das sind die Ausschlusskriterien, die es bei Beihilfen immer gibt. Also es kann nicht profitieren von dieser Beihilfe, können nicht profitieren Unternehmen in Schwierigkeiten, Unternehmen, über deren Vermögen schon ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, oder Unternehmen, die eine rechtswidrige Beihilfe bezogen haben und die noch nicht zurückgezahlt haben. Das steht in Paragraph 4 Absatz 3, betrifft Sie hoffentlich nicht. Ja, wenn Sie identifiziert haben, ob Sie zu diesem beihilfefähigen Unternehmen gehören, dann ist eine weitere Voraussetzung, dass Sie Gegenleistungen erbringen. Und da ist es so, dass es dafür zwei Formen von Gegenleistungen gibt. Das erste ist, Sie müssen für Ihr Unternehmen ein zertifiziertes Energiemanagementsystem einfügen nach der ISO 50001. Das kennen Sie vielleicht schon, weil es das auch in anderen Bereichen gibt, also in besonderen Ausgleichsregelungen und weiteren Bereichen. Diese strenge Anforderung, so ein Energiemanagementsystem einzuführen, gibt es aber nur oder gilt nur für Unternehmen für 10 GWh und mehr, also die 10 GWh Gesamtenergieverbrauch haben an fossilen Brennstoffen oder mehr. Kleinere Unternehmen können sich auf eine Erleichterung berufen. Das steht in Paragraphen 10 der Carbon Leakage Verordnung. Ja, das ist die erste Gegenleistung, die Sie erbringen müssen. Die zweite Gegenleistung ist, dass Sie die Subventionen, die Sie erhalten, nicht frei verwenden können.
Sie sind verpflichtet, wenn Sie die Subvention bekommen, diese Subvention in den ersten beiden Jahren, also Subvention für 23 und 24, müssen Sie, oder in den Jahren im Moment noch nicht, dann aber 23, 24, müssen 50% des Beihilfebetrages in Klimaschutzmaßnahmen investiert werden und im Abrechnungsjahr 25, 80% des Beihilfebetrags. Das heißt, da war ich jetzt gerade nicht ganz klar, in den Jahren 21, 22 müssen Sie noch keine Klimaschutzmaßnahmen nachweisen, aber wenn Sie die Subvention bekommen für die Jahre 23 und 24, dann müssen Sie die Gelder verwenden zu einem großen Teil für Klimaschutzmaßnahmen. Für die Zeit nach 26 gibt es noch keine Regelung in der Verordnung. Ja, davon gibt es aber eine Befreiung, und zwar gilt die dann, wenn man in diesen Energiemanagementverfahren oder in diesem Energiemanagementsystem keine möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz mehr identifizieren konnte. Das heißt, wenn Sie Produktionsverfahren haben, die schon so effizient sind, dass auch neue Technologien nicht mehr oder nicht nur neue Technologien, sondern überhaupt vorhandene Technologien, also die Sie beziehen können, nicht mehr zu einer Verbesserung führen, dann müssen Sie auch keine Investitionen vornehmen, also die Gegenleistung nicht erbringen. Aber wenn bei Ihnen noch Effizienzverbesserungen möglich sind oder Klimaschutzmaßnahmen möglich sind, dann müssen Sie die Gelder dafür einsetzen. Ja, die Berechnung der Beihilfehöhe, das ist ein bisschen komplizierter, ist geregelt in dem Paragraphen 8 und dann auch im Paragraphen 9, da ist vor allen Dingen die Ermittlung der Emissionsmenge geregelt. Die Beihilfehöhe berechnet sich aus der maßgeblichen Emissionsmenge, dazu komme ich gleich, dann den Kompensationsgrad. Der Kompensationsgrad ist geregelt im 8 Absatz 2 der Verordnung, aber das Ergebnis dieser Regelung in dem Paragraph 8 Absatz 2 finden Sie in den Tabellen im Anhang der Verordnung. Das sind die gleichen Tabellen, in der auch diese Sektoren aufgelistet sind. Und da finden Sie dann für jeden Sektor einen Kompensationsgrad. Das bedeutet, dass die Beihilfe, also die Subvention, die Emissionskosten nicht vollständig ausgleicht, sondern nur einen gewissen Prozentsatz, der allerdings relativ hoch ist, nämlich zwischen 65 und 95%. Und dann wird das Ganze nochmal multipliziert mit dem Preis der Zertifikate. Und so, also aus der Emissionsmenge, diesen Kompensationsgrad, also Sie kriegen nicht alles kompensiert, und den Kosten ergibt sich die Höhe der Beihilfe, also der Subvention, die man bekommt. Kompliziert ist vor allen Dingen die Ermittlung der Emissionsmenge und dann ergibt sich daraus ja, wie viele Zertifikate berücksichtigt werden oder Emissionsberechtigung bei der Ermittlung der Beihilfe. Und da ist das Wichtigste, dass nicht alle Brennstoffmengen berücksichtigt werden, sondern nur die Brennstoffmengen, die zur Herstellung von Produkten eingesetzt wurden. Das heißt, es gibt keine Beihilfe für Brennstoffe, die man zur Stromerzeugung eingesetzt hat, zum Beispiel auch nicht, wenn man Brennstoffe eingesetzt hat, um daraus Wärme zu erzeugen, die an Dritte geliefert werden, auch nicht, wenn die Brennstoffe biogenen Ursprungs waren. Die sind ja im Moment auch noch nicht belastet, aber die werden mit einem kleinen Anteil auch belastet werden, weil ja
für die Erzeugung von Brennstoffen biogenen Ursprungs auch fossile Brennstoffe eingesetzt werden, wenn auch in kleinerem Umfang. Dann werden nicht berücksichtigt Erdgas oder wird nicht berücksichtigt Erdgas, das von der Energiesteuer befreit wurde. Jetzt muss man mal gucken, was aus der Energiesteuer wird. Da gibt es ja vielleicht Änderungen in den nächsten Monaten. Also, aber Gas, jedenfalls, das dort berücksichtigt wird, ist nicht mehr beihilfefähig zusätzlich. Ja, und natürlich, wenn dann das Unternehmen keinem beihilferechtlichen Sektor zuzuordnen ist oder die Produktion. Und natürlich alles vor 2021, also Brennstoffe, die davor bezogen werden, die waren ja auch noch nicht belastet mit den Kosten des Emissionshandels. Also, das Wichtigste ist nur für die Herstellung von Produkten, aber nicht für Strom und nicht Erdgas, das steuerbefreit ist. Ja, und dann gibt es noch eine wichtige Einschränkung für die Mengen, die berücksichtigt werden bei der Berechnung der Beihilfehöhe. Und zwar sieht die Verordnung vor, einen Selbstbehalt von 150 Tonnen. Das gilt aber auch nur für Unternehmen über 10 GWh. Für Unternehmen unter 10 GWh ist in dem Paragraph 9 Absatz 6 so eine Abstufung vorgesehen. Da ist der Selbstbehalt geringer. 150 Tonnen heißt für diese Unternehmen, die also über 10 GWh Brennstoffe verbrauchen, dass 150 Tonnen nicht berücksichtigt werden. Das heißt, die Zertifikate, die man für diese Tonnen, der Brennstofflieferant für diese 150 Tonnen kaufen musste, werden nicht ausgeglichen, diese Kosten. Ja, es geht weiter. Ja, auch dort gibt es noch eine wichtige Entwicklung. Und zwar ist es so, dass dieser Kompensationsgrad, der auf der Grundlage von 8 berechnet wird und dann ausgewiesen ist für jeden Sektor in der Anlage zu der Verordnung, der steht auch noch nicht fest. Und auch hier ist es so, dass Unternehmensverbände oder Zusammenschlüsse von Unternehmen, die meinen, dass der nicht zutreffend berechnet wurde, auch wieder bis zum 28.04.22 eine Korrektur beantragen können. Das heißt, auch hier gilt, das sollte man sich mal angucken. Und wenn man den Eindruck hat, dass die Emissionsintensität nicht richtig ermittelt wurde, dann sollten die Interessenverbände ihrer Branche tätig werden. Das mache ich mal ein bisschen kürzer, weil das zu kompliziert ist, um das in diesem Vortrag näher auszuführen. Ja, das nächste ist diese Subvention, also die Beihilfe für Carbon Leakage muss beantragt werden und die Anträge müssen vollständig eingereicht werden bis zum 30. Juni des Folgejahres. Also wenn Sie Brennstoffe in 21 bezogen haben, müssen Sie bis zum 30. Juni 22 diesen Antrag stellen, wenn Sie noch eine Kompensation für die Kosten des Brennstoffbezugs aus dem letzten Jahr bekommen wollen, bis 30. Juni 22. Zuständige Behörde ist die DEEST beim Umweltbundesamt in Dessau. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass die Sektoren sich noch verändern können, also dass die Unternehmensverbände oder Unternehmenszusammenschlüsse da noch eine Erweiterung beantragen können, wenn die DEEST diese Erweiterung aufnimmt, also diese Sektoren, die Auflistung noch erweitert werden, dann hat man 3 Monate nach der Bekanntmachung, dass die eigene Produktion auch berücksichtigt wird, eine Chance, diesen Antrag zu stellen. Aber grundsätzlich muss der Antrag bis zum 30. Juni für das letzte Jahr gestellt werden und für das Jahr 22 dann bis zum 30. Juni 2023 und so weiter. Ja, das Antragsverfahren, dazu kann ich Ihnen noch nicht viel erläutern, weil es dazu noch nichts gibt. Die DEEST, ich habe es auch heute Morgen nochmal nachgeguckt, hat
das auch nochmal verschoben. Ursprünglich war angekündigt, dass die Antragsformulare und auch ein Leitfaden zur Antragstellung bis zum März veröffentlicht werden, bis Ende März. Und das ist jetzt verschoben worden auf den April. Das heißt, wenn das erst Ende April kommt, dann haben Sie noch 2 Monate Zeit. Und deshalb ist es jetzt schon sinnvoll, sich darauf vorzubereiten, also vielleicht diesen Vortrag nochmal anzugucken und dann ein bisschen genauer ins Gesetz zu gucken, weil dann möglicherweise nur noch wenig Zeit ist, auch die Informationen zu beschaffen, die man für den Antrag braucht. Und natürlich immer mal auf die Homepage gucken, jedenfalls ab dem 1. April. Also die Homepage der Dienst. Ja, das ist das, was ich Ihnen in diesem kurzen Vortrag zur Carbon Leakage Regelung sagen wollte im nationalen Emissionshandel. Jetzt möchte ich noch ganz kurz eingehen auf die Härtefallregelung. Das kann ich, glaube ich, ganz kurz machen, weil von dieser Härtefallregelung nur sehr, sehr wenige Unternehmen profitieren werden. Ich möchte aber gerne kurz, ganz kurz darauf eingehen, weil es dazu neue Informationen gibt. Und zwar ist es so, dass es seit letztem Herbst, seit Oktober, gibt es einen Referentenentwurf, dem man entnehmen kann, welche Unternehmen also von dieser Härtefallregelung profitieren können. Nur kurz vorweg, die Härtefallregelung ist gedacht für wenige Ausnahmefälle. Also wie gesagt, die DES geht davon aus, dass es ungefähr 200 Unternehmen sind. Und zwar sind das Unternehmen, die trotz der Beihilfe für Carbon Leakage erdrosselt werden. Also das könnten Unternehmen sein, zum Beispiel, die aus Deutschland gar nicht abwandern können, weil sie ihre Leistungen nur vor Ort erbringen können, aber trotzdem vom nationalen Emissionshandel eben sehr, sehr stark belastet sind. Die können also eine Subvention auf der Grundlage der Härtefallregelung bekommen, die im 11 Absatz 1 BEG geregelt ist. Und ich will hier vor allen Dingen eingehen auf die wichtigsten Voraussetzungen, und die finden Sie hier im oberen Kasten. Und zwar ist es so, dass davon nur Unternehmen profitieren können, bei denen die Brennstoffkosten mehr als 20% der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten des Unternehmens ausmachen. Also das müssen schon erheblich energieintensive Unternehmen sein. Und die Brennstoffkosten müssen auch mehr als 20% der Bruttowertschöpfung ausmachen. Also das müssen Entschuldigung, es müssen mehr als 20% Zusatzkosten bezogen auf die Bruttowertschöpfung des Unternehmens entstehen. Also Sie sehen, das sind Unternehmen, die wirklich sehr stark zusätzlich belastet werden durch den nationalen Emissionshandel. Dabei will ich es mal belassen, weil ich schon über der Zeit bin. Ein bisschen ausführlicher finden Sie es auf der Folie. Vor allen Dingen die Antragsfrist, die ist nämlich hier auch der 30.09. Da ist also auch nicht mehr allzu viel Zeit, sich mit dem Thema zu befassen und dann diesen Antrag zu stellen. Und wie gesagt, es ist ja auch nur ein Verordnungsentwurf, aber der wird sicher rechtzeitig vor dem 30.09. fertig werden und dann hoffentlich auch rechtzeitig von der EU-Kommission genehmigt. Und weil eben die EU-Kommission auch immer genehmigen muss, wird es oft vor diesen Fristen sehr, sehr knapp. Und deshalb ist es wichtig, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Ja, aber weil das nur sehr, sehr wenige Unternehmen begünstigt, lasse ich es mal dabei. Jetzt noch ein ganz kurzer Blick in die Zukunft. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, dass der nationale Emissionshandel ja geschaffen wurde, um den europäischen Emissionshandel zu ergänzen, weil der europäische Emissionshandel nur den Flugverkehr erfasst und eben große
Anlagen, 20 MW Feuerungswärmeleistung. Jetzt hat die EU-Kommission, nachdem in Deutschland das BEHG schon beschlossen wurde, angekündigt, dass sie den europäischen Emissionshandel auch ausweiten möchte auf die Bereiche Wärme und Verkehr. Das heißt, dass auf europäischer Ebene eben auch darüber nachgedacht wird, kleine Heizungsanlagen und den Individualverkehr und LKWs in den Emissionshandel einzubeziehen. Jetzt ist es ja so, dass der nationale Emissionshandel bis 2025 diese festen Preise pro Tonne CO2 vorsieht. Und dann sollte eigentlich erst der richtige Emissionshandel beginnen mit der Ausschreibung, mit der immer weiteren Verknappung der CO2-Mengen, der Ausschreibung der Emissionsberechtigung und damit immer weiter steigenden Preisen, wenn das CO2 nicht eingespart wird. Jetzt muss man mal gucken, wenn der europäische Emissionshandel das alles übernimmt, dann hat vielleicht der nationale Emissionshandel nur eine kurze Lebensdauer. Aber das wissen wir noch nicht. Und es ist aber deshalb ein bisschen ärgerlich, weil der deutsche Gesetzgeber, wie es so seine Art ist, auch hier gerade beginnt, umfassende und komplizierte Regelungen zu schaffen. So, ich hoffe, dass ich Sie jedenfalls grob gut informieren konnte über die Carbon-Leakage-Regeln im deutschen Emissionshandel. Und gebe zurück an den Herrn Augustin. Augustin, ich hoffe, es klappt technisch. Da ist er schon. Ja, genau, Herr Albrecht, herzlichen Dank für Ihren sehr, sehr aufschlussreichen Vortrag. Uns haben auch schon einige Fragen erreicht. Vielleicht aber noch kurz bevor wir auf die Fragen der Teilnehmer eingehen, eine Frage von meiner Seite. Können Sie schon einen Zeitraum abschätzen, in dem das nationale Handelssystem in das europäische übergehen wird? Vor allem vor dem Hintergrund, dass ab dem Jahr 2023 nach der Startphase ja auch Gegenleistungen erbracht werden müssen. Das wäre ja vielleicht eine vorherige Integration interessant für einige Unternehmen. Ja, also kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, aber in dem Fit for 55-Paket ist das angekündigt. Und da werden also sicher Vorschläge der EU-Kommission kommen, aber das muss ja durch den Europäischen Rat. Das heißt, es müssen andere Länder auch zustimmen. Und es gibt, das habe ich, ist mehr Zeitungswissen, aber es gibt wohl doch nicht unerheblichen Widerstand auch aus anderen europäischen Ländern, das auszuweiten. Also das ist vielleicht jetzt auch nicht so ein guter Zeitpunkt dafür. Im Moment ja die Kleinverbraucher, und die trifft es ja vor allen Dingen, also die kleinen Heizungsanlagen und eben den Individualverkehr und auch die LKWs, die sind jetzt ja durch diese dramatisch steigenden Energiepreise zusätzlich belastet. Also das heißt, die Bereitschaft in Europa, diesen Weg zu gehen, den Deutschland da, wo wir vorangegangen sind, die ist vielleicht nicht so groß. Aber das ist nur Zeitungswissen. Also, ob es dann bis 23 schon so weit sein wird, das bezweifle ich, weil das ist ja ein Jahr. Also ab 23 müsste ja die Gegenleistung erbracht werden. Wahrscheinlich kommt es erst später. Aber das ist nur eine Vermutung. Trotzdem danke für Ihre Einschätzung. Dann eine Nachfrage eines Teilnehmers. Investitionen müssen somit bereits im Jahr 2023 erbracht werden, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau klar ist, wie hoch die Beihilfe ausfällt. Der Antrag 2024 berücksichtigt ja das bereits abgeschlossene Jahr 2023, ob er den Sachverhalt so richtig verstanden hat. Also da musste ich jetzt selber noch mal nachgucken, wann genau der Nachweis zu erbringen ist für die Investition. Im Gesetz ist die Formulierung, das erinnere ich noch, sie müssen erbracht worden sein, ne? Also das spricht dafür, dass man kann ja erst wissen, wie viel diese 50 oder 80% sind, nachdem man weiß, was man zahlen muss, ne? Also das spricht für einen späteren Nachweis. Im Gesetz steht, auch in der Verordnung steht, wenn ich es richtig erinnere, ich habe sie heute Morgen noch mal insgesamt durchgelesen, noch nichts Genaueres. Da, das kommt wahrscheinlich, also wenn ich es nicht überlesen habe, dann kommt das erst in den Mitteilungen der DEST. Also es wird ja zu
allen Regelungen in der Verordnung wird es noch sehr detaillierte Leitfäden der DSGVO geben. Falls ich es nicht übersehen habe, wird es sich dann in diesen Leitfäden finden. Dann vielleicht auch eine Frage, die dieselbe Antwort haben wird, aber ich stelle sie trotzdem mal an Sie. Und zwar, gibt es einen festgelegten Zeitraum, in dem die Investitionen durchgeführt werden müssen, beziehungsweise nachgewiesen werden müssen? Und die zweite Frage dazu noch, wenn man eine Absichtserklärung für ein Energiemanagementsystem abgibt, muss man dieses dann auch später muss es auch noch später nachgewiesen werden oder kann man sich auch später noch dagegen entscheiden? Sie müssen sich in dem Antrag voraussichtlich, so ist es jedenfalls bei anderen Beihilfen, müssen Sie sich verpflichten, es einzuführen. Es ist ja eine Voraussetzung über das Ab 23 und wenn Sie den Antrag stellen, werden Sie das angeben müssen. Das vermute ich. Aber da müssen Sie auch noch mal in das Antragsformular gucken. Ich gucke jetzt gerade mal wegen der Frist, wenn das so von Interesse ist. Das hätte ich eigentlich vorher überlegen können, dass natürlich die Zeit, die man hat, immer eine wichtige Frage ist. Aber ich gucke mal, das ist geregelt im Paragraph 12 Nachweis der Gegenleistung. Ich hoffe, dass ich es jetzt auf die Schnelle. Ich finde dort jetzt auf dem ersten Blick keine Regelung, die es erlaubt ist, nachträglich nachzuweisen. Also wahrscheinlich muss man es mit dem Antrag sich dazu verpflichten. Also die Regelung ist Paragraph 12 dieser Verordnung. Ich fürchte, dass wir warten müssen, bis die Behörde uns das mitteilt. Alles klar. Danke, Herr Albrecht. Dann die nächste Frage. Wie verhält es sich mit Investitionen, wenn ein Antrag in 2024 gestellt wird? Müssen dann die ersten Investitionen für das Antragsjahr 2025 nachgewiesen werden? Ich schätze mal wieder selbige Antwort. Ja, also jetzt machen wir mal Folgendes. Wenn das so wichtig ist, die Frist, dann gucke ich noch mal nach, ob es dazu schon Äußerungen gibt. Also ich hatte die Frage jetzt in unserer Beratung noch nicht, aber ich finde also die maßgebliche Vorschrift ist der Paragraph 12 und da ist das nicht geregelt und mehr gibt es leider noch nicht. Okay, wenn Sie noch was herausfinden sollten, dann würden wir das noch an die Teilnehmer im Nachhinein dann versenden. Ja. Ansonsten müssen wir dann auf den April noch warten, vermutlich. Ja, Oder also wie beziehungsweise gesagt, auf. angekündigt ist ja der Leitfaden und auch die Antragsformulare. Und oft kann man ja den Antragsformularen auch entnehmen, wann man welche Nachweise vorlegen muss. Das erfahren wir immer. Ich gucke jetzt gerade nebenbei, es ist tatsächlich so, dass man das, glaube ich, dem Paragraph 12, also dem, was es schon gibt, noch nicht entnehmen Okay, dann eine Aber Frage, ich die in gucke es eine nochmal. etwas andere Richtung noch geht. Können Ja. beihilfefähige Unternehmen auch einen Antrag nach BEZV für indirekt entstandene Mehrkosten, also beispielsweise verteuerte Dampfkosten durch BEHG, durch Erdgaseinsatz des Versorgers stellen? Also da ist es so, dass die Verordnung vorsieht, dass derjenige, der die Anlage betreibt, also den Brennstoff einkauft, der ist ja berechtigt. Also der Anlagenbetreiber, der den Brennstoff kauft, der muss diesen Antrag stellen, nicht derjenige, der von einem anderen Dampf bezieht. Also der Dampf, sondern derjenige, der den Brennstoff einkauft. Also das heißt, solche indirekten Belastungen nicht. Okay, Das fällt ist tatsächlich es manchmal richtig? auseinander, ne? Das muss man dann, also wenn man dann den Vertrag über die Dampflieferung macht, dann muss man das berücksichtigen, bilateral zwischen diesen beiden Unternehmen, ne? Also Sie müssen natürlich aufpassen, wenn Sie von jemandem Dampf beziehen und der preist es ein, kriegt es aber selber eine Beihilfe. Dann müssen Sie gucken, dann ist ja der Preis für den Dampf vielleicht nicht mehr angemessen. Ne? Dann müsste in dem Kaufvertrag über den Dampf muss natürlich auch berücksichtigt werden, welche Entlastung der Hersteller des Dampfes bekommt über diese Beihilfe. Ne? Das ist etwas, was man also bilateral zwischen diesen Unternehmen im Dampfvertrag
ganzen Liefervertrag regeln muss. Alles klar, vielen Dank, Herr Albrecht. Nächste Frage. Ist es richtig, dass die Daten im Antrag des jeweiligen Unternehmens von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt werden müssen? Und gibt es eine Einschätzung, ab welchen Brennstoffmengen eine Antragstellung sinnvoll ist? Ja, die, also das ist vielleicht die zweite Frage. Das erste ist ja, Sie brauchen einen Wirtschaftsprüfernachweis. Das habe ich in der Verordnung gelesen, für die Mengenangaben, die Sie da machen. Und die nächste Frage, für wen lohnt es sich? Also ich vermute, dass es sich für jeden lohnt, der berechtigt. Also im Grunde ist die Schwelle natürlich, wenn Sie, es gibt ja diese Schwellenwerte, also für Unternehmen, die über 10 GWh fossile Brennstoffe einsetzen, diese 150 Tonnen, wer also da drunter ist, aber das wird bei diesen Unternehmen nicht der Fall sein, für den lohnt es sich nicht, aber darüber lohnt es sich, glaube ich, tatsächlich für jeden, weil das ja sehr viel Geld ist, ne? Also was da eingesammelt wird, also in diesem Jahr sind es ja 30 Euro pro Tonne CO2. Der Kompensationsfaktor ist zwischen 65% und 95%. Das heißt, man bekommt von den, wenn man die Emissionen berechnet hat, ja einen sehr hohen Anteil ausgeglichen, ne, der Kosten. Das heißt, alle Unternehmen, die eben dann über diese Freigrenzen hinausgehen, für die wird sich die Antragstellung lohnen, weil so riesig ist der Aufwand. Also das kann man alles gut verstehen. Wir lernen das ja jetzt gerade alles neu, auch wir, weil es das noch nicht so lange gibt und so komplex ist es. Dankeschön für die Einschätzung. Dann weitere Frage, eher eine systematische Frage. Wenn der nationale Emissionshandel in den europäischen Emissionshandel aufgeht, fließen dann die eingenommenen Gelder nicht mehr in die nationalen, sondern in die europäischen Kassen und entsteht damit eine Finanzierungslücke im deutschen Haushalt? Das muss man mal sehen, wohin das Geld dann tatsächlich fließt. Das aus dem europäischen Emissionshandel fließt ja auch Geld in den nationalen Haushalte. Aber es ist so, dass da natürlich ein Verteilungsthema entsteht. Also das ist ohnehin so, dass dieser Emissionshandel ist ja, wenn Sie sich den Koalitionsvertrag angucken, ein ganz wesentliches Finanzierungsinstrument. Also wir haben mal gezählt, wie oft die Wörter auftauchen im Koalitionsvertrag. Das Wort Förderung taucht fast 100 Mal auf im Koalitionsvertrag und das Wort Finanzierung 5 oder 6 Mal. Da sehen Sie auch, wo das große Problem liegt bei dem, was sich die Ampelkoalition vorgenommen hat. Und wenn das Wort Finanzierung auftaucht, dann ist es, glaube ich, fast immer im Zusammenhang mit dem Emissionshandel. Das heißt, Deutschland muss das schon sehr verteidigen, dass es im nationalen Haushalt landet. Zumal ja die EEG-Umlage abgeschafft werden soll. Das ist wohl schon sicher. Da steht nur der Zeitpunkt noch nicht fest. Das, nach allem, was wir hören, kommt es ja schon im Sommer jetzt. Und das im Moment ist die EEG-Umlage, weil Energie so teuer ist, spielt die nicht mehr so eine große Rolle wie früher. Aber das waren ja mal über 20 Milliarden. Also das heißt, Deutschland muss schon gucken, woher das Geld kommt und die Koalitionäre haben auf den Emissionshandel gesetzt. Als zentrales Steuerungsinstrument, um eben die fossilen Brennstoffe zurückzudrängen und Anreize zu schaffen, sie einzusparen, aber natürlich auch als Finanzierungsinstrument. Also wir sehen ja gerade mit also BEG-Förderung, also die Förderung effizienter Gebäude, was für ein gigantisches Umverteilungssystem dort eingeführt wird gerade. Also wird ja auch gerade viel diskutiert, dass der Staat also doch ganz erheblich seinen Anteil am Bruttosozialprodukt erhöht durch die Umverteilung, die für den Klimaschutz da durchgeführt werden soll.
Danke, Herr Albrecht. Mit einem Blick auf die Zeit, die letzten drei Fragen. Erste Ja. Frage: Wie erfolgt die Ermittlung der begünstigten Brennstoffmenge, wenn die Wärme für Produktionszwecke in einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage erzeugt wird? Also bei der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage im Gesetz steht das nicht. Da wird man, weil ja drin steht, dass Brennstoffmengen, also zum Beispiel Gas, das eingesetzt wird, wenn es für die Stromerzeugung eingesetzt wird, nicht begünstigt wird. Also da gibt es keine Entlastung von diesen Kosten, dann müsste man im Grunde berechnen, wie viel auf die erzeugte Wärme entfällt, wie viel des eingesetzten Gas und wie viel auf den Strom. Allerdings muss man ja gucken, wenn das Gas in der KWK-Anlage ohnehin entlastet ist von der Erdgassteuer, dann gibt es diese Begünstigung ja auch nicht. Also viele KWK-Anlagen werden schon deshalb rausfallen, weil sie bei der Energiesteuer entlastet sind. Allerdings eine vollständige Entlastung muss es sein. Und sonst muss man, denke ich, Dankeschön. die Anteile berechnen. Dankeschön. Vorletzte Frage. Vermutlich auch wieder werden Sie hier auf den April verweisen müssen, aber vielleicht wissen Sie es, ob die Anträge geplant sind über Formulare, dass sie über Formulare gestellt werden müssen oder über eine Internetplattform entsprechend der indirekten Strompreiskompensation in etwa. Also das ist ja inzwischen die Regel, dass man also dass es zwar Formulare sind, aber dass man sie online ausfüllt. Also das werden Online-Formulare sein, davon kann man wohl ausgehen. Okay. Und dann die abschließend letzte Frage. Worin sehen Sie den größten Vorteil der BECV? Denn nach dem Kenntnisstand des Teilnehmers sind die Hürden sehr hoch angelegt und die damit einhergehende Bürokratie auch unzumutbar für die Unternehmen. Also ich bin auch der Meinung, dass die Bürokratie unzumutbar ist, die wir in Deutschland schaffen für solche Dinge. Aber in diesem Fall finde ich doch, dass es noch überschaubar ist. Also natürlich jetzt es ist gerade ein Leitfaden herausgekommen für also diesen Vorabzug von Brennstoffmengen, wenn es zu dieser Doppelbelastung kommt. Das ist erschienen am 22. Januar und nur der Vorabzug hat schon, ne, einen Zentimeter Papier. Das heißt, wir in Deutschland machen es ja immer so, dass wenn wir Regelungen einführen, dass wir dann bis ins Detail alles gerecht machen wollen und dadurch wird es sehr, sehr kompliziert. Man muss wohl befürchten, dass das dann für die Carbon-Leakage-Regelung durch das, was die Behörde noch ergänzen muss, ne, die Fragen zeigen ja auch, dass es Ergänzungsbedarf gibt zu dem, was in der Verordnung steht. Also es wird wieder bürokratisch, aber bisher finde ich es noch einigermaßen überschaubar. Also, aber das ist ja auch in Deutschland so, wenn Gesetze länger gelten, das kennen wir vom EEG, ne, dann wachsen sie sich ungeheuer aus in ihrer Komplexität. Deshalb ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der europäische Emissionshandel das dann ablöst. Dann hat man jedenfalls nur einen. Aber ich glaube, also meine Einschätzung ist, dass es sich für die Unternehmen, die zu diesen Sektoren gehören, es sich doch lohnt, sich damit zu beschäftigen. Also ich finde übrigens auch, dass die DEST also das besser als die Bundesnetzagentur auf der Homepage dadurch ihre Formulare führt. Also die DEST ist meines Erachtens ganz gut organisiert und erklärt alles sehr, sehr gut in ihren Leitfäden. Also das ist für Berater manchmal gar nicht so gut, aber die machen das so, dass man es auch schafft. Aber natürlich, die Mitarbeiter in den Unternehmen, die sich darum kümmern müssen, die haben einen Haufen anderer Themen. Und jetzt kommt das dazu, deshalb nervt es natürlich alle, aber es lohnt sich, glaube ich, sich damit zu befassen. Das waren schöne abschließende Worte, Herr Albrecht. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für Ihre Zeit und Ihren tollen Vortrag. Ja, sehr Und gerne. senden wir
Von Augsburg schöne Grüße nach München. Ja, und ich liefere noch nach, ob es doch nicht schon Äußerungen gibt, für die Antragstellung. Herzlichen Dank, Herr Gut. Albrecht. Und Ihnen, Ja, liebe Teilnehmerinnen sehr und gut. Teilnehmer, möchte ich auch nochmal recht herzlich danken. Falls Fragen offen geblieben sein sollten, können Sie diese gerne im Nachgang nochmal an mich richten. Und ansonsten hoffe ich, Sie auch bei zukünftigen Webinaren wieder begrüßen zu dürfen. Allen voran dem morgigen Webinar zu den Meldefristen und Pflichten im Energiebereich. Und nun bleibt mir nur noch übrig, Ihnen einen schönen restlichen Arbeitstag zu wünschen und hoffe, Sie zeitnah wieder zu sehen. Auf Wiedersehen, alles Gute.